bist ja, hast du schon ein bisschen Erfahrung, was Synchronsprechen betrifft. Du hast dich wahrscheinlich noch nicht gehört, ne? Du hast den Film noch nicht gesehen. Aber ich habe ihn fertig noch nicht gesehen. Genau. Ich kenne den Film natürlich, aber, ja, aber nicht mit meiner Stimme, nur auf Englisch. Ich kann nämlich sagen, das klingt auf jeden Fall, als hättest du Lust gehabt, Captain America zu sprechen. Das ist eine tolle Figur. Hat es auch so viel Spaß gemacht? Ja, ich glaube, das Synchronisieren ist mit meine liebste Tätigkeit im Rahmen der Schauspielerei, weil das eine große Herausforderung ist. Man muss ja drei Sachen gleichzeitig machen. Text merken, im Kurzzeitgedächtnis speichern, synchron sein, lippensynchron, wenn es geht, und dann noch spielen. Und spielen, richtig, ist nicht so einfach. Zu deinen Kollegen, hast du die schon ein bisschen gehört, was die so machen? Auch nicht, oder? Ich kenne Rick schon sehr lange und habe mit ihm sehr viel gemacht und der ist immer super. Das ich immer kenne super. Die ersten beiden Teile. Die anderen sind auch super, kann ich sagen. Was glaubst du, erwartet dich jetzt im Kino? Ist ein Familienfilm? Ich bin ganz gespannt, an welchen Kinder. Stellen gelacht wird, wo es still ist, wo welche Reaktionen sind. Das kann man nie vorhersehen. Man weiß es nicht. Während man es macht, weiß man es nicht. Ich finde ihn lustig und die Kinder werden noch lustiger finden. Klasse, danke, viel Spaß, ciao. Sie sprechen jetzt wieder, wenn ich das so sagen darf, einen Opa. Sie haben das schon mal getan in Pets, da war es ein Hund. Wie leicht oder schwierig war es jetzt, einen Traumler sozusagen zu performen? Na, ich kann ja nur das sprechen, was mir angeboten wird. Und den habe ich ja schon in dem vorangegangenen Film gesprochen. Ja, was soll ich dazu sagen? Andere produzieren solche Filme, die der Synchronisation bedürfen, und dann wartet man als Schauspieler, ob da was... Das ist jetzt das Besondere an Teil 3, im Gegensatz zu den Vorgängern. Das ist eine andere Geschichte, einfach. Also ein anderer Inhalt. Die Figuren bleiben die gleichen und die Figuren, die wie sie untereinander handeln, auch. Aber es ist eben eine ganz neue Geschichte, die auf einem Kreuzfahrtschiff spielt. Das ist richtig. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ja. Du bist ja Allround-Talent, was Synchronisierung betrifft. Und jetzt schon dritte Teil, in Dracula. Kommt da ein bisschen Routine rein oder ist das immer noch neu sozusagen? Es ist auf jeden Fall neu, aber weißt du, was mir wirklich extrem aufgefallen ist? Beim dritten Teil, da sind ja jetzt, sag ich mal, 6 Jahre vergangen zwischen dem ersten Teil und dem dritten Teil. Jetzt beim dritten Teil, ich bei den ersten Takes im Synchronstudio merke, wie ich plötzlich von selber rede. Also nicht, dass ich auf Synchron gucke und irgendwie den Satz für Satz spreche oder spiele, sondern eigene Ideen habe und sage, ich muss jetzt zum Leidwesen meiner Regisseurin weiter. Ich habe eine Idee, warum machen wir das nicht so? Ich glaube, die haben alles rausgeschnitten, aber das Tolle ist wirklich für mich selber auch zu merken, wow, ich muss gar nicht über das nachdenken, was ich da sage. Das ist wirklich, also ich soll jetzt nicht nach, soll ich sagen, ein bisschen esoterisch klingen, aber es war dann plötzlich da. Und es war drin. Es kommt wirklich von innen raus und ich liebe diesen Drachen. Das hört man ja auch. Was sagst du denn zu deinen Kollegen? Hast du das schon gehört, was sie so von sich geben? Nein, ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Zum ersten Mal, ja. Also ich kann sagen, die haben auch Laune. Das macht Spaß. Also gerade auch hier Captain Eric. Super. Was erwartet sich drin? Was glaubst du? Wie werden die ganzen Familien-Ereignis? Ich hoffe, es gibt wirklich viel zu lachen. Und was irre ist, wir haben jetzt den Film im Synchron. Ich glaube, wir hätten auch ein bisschen schneller sein können. Wir haben wirklich Szenen öfters angeguckt, weil uns aufgefallen ist, auf der zweiten oder dritten Ebene, wirklich die eine Kollegin zu mir, sag mal, hast du schon mal rechts hinten geguckt, was da eigentlich läuft, wenn du vorne sprichst? Und plötzlich gucken wir alle nach hinten und denken uns, das ist so vielschichtig und so liebevoll, so detailreich gemacht. Also es gibt wirklich sehr viel zu sehen. Deswegen hoffe ich, dass es lustig zu sehen ist und zu lachen. Auf jeden Fall. Danke dir, ja, viel Spaß, ciao. Für dich ist es im Gegensatz zu einem anderen Sprecher noch ein bisschen Neuland hier. Was war das für eine Erfahrung, Marvis zu sprechen in so einem herrlichen Monsterfilm? Ja, für mich war das so eine große Ehre, dass ich überhaupt angefragt wurde für Hotel Transylvania 3, weil ich die ersten beiden Teile wahnsinnig liebe. Und dann hat es beim Casting alles super geklappt und haben die Mavis sprechen dürfen und war sehr, sehr aufgeregt. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht, einfach mit meiner Stimme und mit vollem Körpereinsatz in diesem schwarzen Raum zu stehen und der Mavis Leben einzuhauchen. Also, Es ist gar nicht so einfach, aber du bist Schauspielerin. Ich glaube, das muss man fast sein, um das gut machen zu können, oder? Das hilft doch enorm. Ja, oder? Ich glaube auch, weil man muss das, was man sagt, auch wirklich spüren. Ja. Und klar, das ist das, was wir als Schauspieler, dass man was transportieren muss. Aber das einzig und allein durch die Stimme, das ist wirklich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber auch eine große Herausforderung. Ganz toll. Was freust du dich jetzt drin im Kino? Auf den Film. Ich habe den Film tatsächlich noch nicht im Ganzen gesehen. Ich habe nur meine Ausschnitte gehört. Ich bin gespannt, wie das mit den anderen funktioniert. So Rick, der ja so mit Anke und mit Dieter und mit allen anderen Synchronsprechern. Darauf freue ich mich sehr. Die machen das alles super. Ja. Ich hatte auch Spaß. Ich bin zwar erwachsen, aber trotzdem Spaß. Ja, danke dir. Toll, schön. Ja. Viel Spaß, ja. Ciao. Wie kann ich behilflich sein, Herr der Finsternis? Ich suche nach einem Date. Verstehe, du suchst nach einer Diät.
Nein, 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 ich möchte jemanden kennenlernen. Verstehe, du möchtest Melonen entkernen. Kapierst du's nicht? Ich will ein Date haben. Ich bin so alleine. Ich verstehe, du hast auch schöne Beine. Oh je. Zu viele Augen, zu wenige Augen. Steh nicht auf den Tacken. Papst! Nein! Oh, Melfisch! Du bist gestresst, du arbeitest zu viel. Du brauchst Urlaub vom Urlaubplan für andere. Und dafür habe ich die perfekte Lösung. Mavis, bitte sag mir, wo es hingeht. Eine Kreuzfahrt? Wow! Überraschung! Oh nein, 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 nein! Papst! Komm schon, hier kann man so viel machen. Du kannst tauchen gehen. Exotische Speisen probieren. Oder nur die Aussicht genießen. Okay, Vater, danke. Vielleicht gibt's für dich ein persönliches Feuerwerk. Wir sind hier nicht auf dem Traumschiff, Frank. Ahoi, Freunde! Ich bin Captain Erica. Sie müssen der weltberühmte Graf Dracula sein. Duvide, Schula, Kuvide? So ein ausländischer Akzent lässt einen Mann so intelligent klingen. Du bitte, Schulaku bitte. Volltreffer, Schatz. Bester Sommerurlaub aller Zeiten. Du hattest recht, Uropa van Helsing. Monster sind ekelhaft. Und sie haben keine Ahnung, was ihnen gleich blühen wird. Es läuft alles nach Plan. Irgendwas an dieser Frau stimmt nicht. Für das Essen hier könnte ich sterben. In der Guacamole muss Knoblauch gewesen sein. Ist das tödlich für dich? Warst du das? Oh nein, Blobby muss sich übergeben.